Herr Kaas, wann haben Sie sich zum letzten Mal in Ihrer politischen Position so richtig mächtig gefühlt? Oh Gott. Ich glaube, in dem Moment, wo man sich mächtig fühlt, ist das der Anfang vom Ende. Wir sind mehr so sortiert, dass man immer sehr viel Menschen braucht, um eine Sache zum Erfolg zu bringen. Das heißt, wir beide sind jetzt in einer Koalition, das heißt, ohne die CDU, CSU geht da gar nichts. Das ist so ein bisschen wie privat. Wenn Sie alleine sind, dann sind Sie glücklich. Wenn Sie das Pech haben, dass sich jemand in Sie verliebt, dann fängt das Elend an. Und wenn Sie mit der Liebe Ihres Lebens zusammenziehen, dann leben Sie fortan unter der Diktatur des Kompromisses. Und hier ist das auch so. Das heißt, man braucht immer Kompromisse, man muss immer Menschen mitnehmen, man braucht immer Mehrheiten. Und die muss man organisieren können, dann kriegen Sie am Ende auch was durch. Wenn Sie glauben, ich bin Ihr Chef, ich bin der König, ich bestimme, ich sage, wo es lang geht, das ist der Anfang, wo alle anderen sparsam gucken und sagen, ob wir den noch brauchen. Also wenn Sie möchten, ich habe am Samstag meinen ersten Hochzeitstag, Sie können gerne mal meine Frau anrufen. Herr Drieschner, Sie sehen so aus, als möchten Sie da gerne direkt darauf antworten. Nein, ich möchte darauf nicht direkt antworten. Ich kann Ihnen erzählen, weil ich mich zum letzten Mal besonders ohnmächtig gefühlt habe. Letzte Woche gab es eine Veranstaltung, von der ich fand, dass sie öffentlich hätte sein sollen. Da hat eine Bürgerinitiative hier aus der Gegend mit dem Bezirksrat darüber verhandelt, wie ihre Straße neu gestaltet werden soll. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist, die Presse rauszuschmeißen, nämlich mich. Da habe ich mich eher ohnmächtig gefühlt. Allerdings doch mächtig genug, dass ich hinterher dachte, das wird sich rächen. Herr Weinberg, wie sehen Sie das? Ja, ich würde gerne anschließen bei Johannes Kaas. Die Frage ist, wenn ich Macht fehlinterpretiere, weil ich eine gewisse Funktion habe, und diese Funktion nutze, um Dinge durchzusetzen, das kann ich gelegentlich tun, weil ich sage, ich habe den Vorsitz einer Gruppe, den Vorsitz eines Arbeitskreises oder Ähnliches. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist ja Macht demokratisch legitimiert und muss auch mal wieder runtergebrochen werden. Das heißt, ich bin ja in der sozialen Interaktion, im politischen Dialog, und wenn ich dieses verlasse, mich nur konzentriere auf eine besondere Stellung in einer Funktion, dann wird es schwierig. Und deswegen streben wir ja nicht nach Macht oder machen nicht Dinge der Macht willen, sondern wir wollen ja Dinge verändern, gesellschaftlich und politisch. Und ich glaube, dass da diese Kategorie Macht eine besondere ist im demokratischen System. Insoweit weiß ich gar nicht, ob das mit, wenn man Dinge durchsetzt, dann ist man froh und glücklich und sagt, das ist was Gutes für die Kinder, was Gutes für die Familien. Aber es geht nicht darum, sozusagen Macht zu spielen oder Macht nur auszulegen, um mächtig zu sein. Das wäre, glaube ich, der falsche Herangehensweise. Und dann passiert das, was Johannes Kaas sagt, dass irgendwann sozusagen wird diese Macht dann auch gekippt, weil sie nur auf Funktionen basiert und das wäre ein Fehler. Aber bräuchte es dann nicht vielleicht mehr Selbstbewusstsein der Politiker? Es gibt eine Studie von 2011, die behauptet, dass fast die Hälfte aller Abgeordneten der Meinung seien, dass weniger sie, sondern vor allem die Bürger die Verantwortung für den gesellschaftlichen Wandel tragen. Ja, aber das ist doch auch eine Interaktion. Also das muss sozusagen immer abgestimmt sein. Das ist keine Einbahnstraße. Ich habe auch gelegentlich den Eindruck und sehe das auch bei mir oder bei uns, dass wir immer nur das sagen, was andere hören wollen und immer so bedächtig sind, Bedenkenträger tun so. Man weiß nicht genau, ob das so richtig ist und was die Mehrheit sagt, also Mediendemokratie, Stichwort, was ist morgen bei der Umfrage, bei der einen oder anderen Entscheidung, wenn die Mehrheit dagegen ist, dann soll ich mich auf jeden Fall zurückhalten und ja nicht anecken. Gelegentlich würde ich mir von mir selbst wünschen und von vielen Kollegen, dass wir da etwas selbstbewusster sind und auch mal sagen, wo wir stehen. Das betrifft natürlich insbesondere Fragen von Werten, von Grundorientierung. Da, glaube ich, ist es immer gefährlich im politischen, demokratischen System, wenn dann auch die Medienbeeinflussung so immens hoch ist, dass man sich steuern, Kollege der Zeit wird gleich was dazu sagen, dass man sich auch so ein bisschen steuern lässt. Und da muss man gelegentlich mal gegenhalten, auch mit scharfen und harten Positionen, die nicht mehrheitsfähig sind. Ich glaube, das ist für den demokratischen Diskurs unerlässlich. Da hätte ich eine Rückfrage an Sie. Nämlich, hätten Sie das für ein Problem, wenn in der Demokratie die Macht bei den Bürgern liegt? Das halte ich nicht für ein Problem. Die Frage ist doch, wieso lasse ich mich in den Bundestag wählen, wenn ich dann glaube, ich könnte da gar nichts verändern? Also,
Ja, aber wir haben ja ein gewisses System in der Demokratie, das ist ein repräsentatives. Ja. Das kann man anreichern durch partizipatorische Elemente, das finde ich auch gut so. Aber es muss alles immer im Sinne des Gemeinwohls sein. Und gelegentlich habe ich den Eindruck, dass zwanghafte Bürgerbeteiligung, ich überspitze das mal etwas, ich kommuniziere jetzt mal, dass zwanghafte Bürgerbeteiligung dazu führt, dass gewisse Prozesse gar nicht mehr stattfinden. Und dann müssen wir über Grundsatzfragen des Systems nachdenken. Ich glaube, im repräsentativen System sind wir ganz gut aufgehoben. Davon würde ich auch ausgehen, aber da möchte ich eine Frage anschließen. Und zwar steht im Artikel 38 des Grundgesetzes, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Bei gewissen Abstimmungen wird aber komischerweise besonders darauf hingewiesen, dass sie nach freiem Gewissen wählen können. Ein Beispiel ist hier die Abstimmung zur Stammzellenforschung. Da war ich schon sehr, sehr beeindruckt. Aber wo liegt denn dann da die Macht? Liegt die inzwischen nur noch in Ausschüssen, in kleineren Gruppierungen oder liegt die bei der Fraktionsspitze? Also manchmal finde ich, ist das sehr, sehr schwierig, da noch zu sehen, wo ist denn da der Einfluss des einzelnen Abgeordneten? Oder muss ich mich vielleicht, um das noch anzuschließen, muss ich mich vielleicht sogar mit Absicht gegen meine Fraktion stellen, um Gehör zu finden, wie das jetzt der Kollege Gauweiler die letzten Jahre so gemacht hat. Da gibt es diesen schönen Spruch, leg dich quer, dann wirst du quer. Aber im Kern ist es, glaube ich, so, dass es immer davon abhängt, wie auch Mehrheiten organisiert werden. Und wenn man sich in ein bestimmtes Thema reinhängt, in einem bestimmten Thema etwas bewegen will, dann bewegt man auch seine Fraktionsführung. So, da muss man auch häufig über Bande spielen, aber es ist eben so, man muss von Anfang an wissen, man macht es nicht alleine, sondern man macht es immer in einem Zusammenspiel mit vielen anderen. Und dann kann man Einfluss ausüben. Das ist bei mir zum Beispiel, ich bin haushaltspolitischer Sprecher, das heißt, im Haushaltsbereich hätte ich was zu sagen. Wenn wir jetzt aber zum Thema Umweltpolitik kommen, dann bin ich eher dann eine graue Randfigur, weil ich erstens von dem Thema wenig Ahnung habe, zweitens mich da nicht eingearbeitet habe und dann fehlen einem auch die Netzwerke, die in dem Bereich auch mit meinungsmachend sind. Das funktioniert nicht. Und genauso ist es so, wenn ich Sprecher im Familienbereich und da ist es so, da läuft relativ wenig ohne oder gar gegen ihn. Aber wenn er jetzt im Bereich Umweltpolitik was machen müsste, dann müsste er auch neu antreten. Das heißt, wir sind alle spezialisiert, in den Bereichen haben wir Einfluss, da kann man auch was bewegen, aber es geht halt eben nur mit den Kollegen gemeinsam. Aber da dann vielleicht auch direkt, also aus dem Vorgespräch weiß ich bei Dario und Elul, dass sie häufig den Eindruck haben, dass bestimmte Themen, für die sich eben Mehrheiten nicht unbedingt gleich organisieren lassen, dass genau die dann im Bundestag auch nicht mehr besprochen werden, obwohl sie wichtig sind. Jetzt müsst ihr mir alle zuhören. Ich glaube, Themen, die nicht angesprochen werden, führen einfach dazu, dass Bürgerinnen und Bürger sich nicht von der Politik verstanden fühlen, weshalb wir jetzt Bewegungen wie Pegida haben oder mehr Wähler zur AfD wechseln, weil sie denken, dort sind sie besser aufgehoben oder dort können sie ein Zeichen setzen gegen die Politik. Und Herr Weinberg, Sie haben gesagt, dass es eine Art Zwang gibt, als Bürgerin oder Bürger in der Politik mitzumachen. Und da wollte ich Sie fragen, wo Sie diesen Zwang sehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir eine Wahlpflicht in Deutschland haben. Und wenn man sich die ganzen Bürgerinitiativen anguckt, die sich in letzter Zeit gebildet haben, dann ist es ja eigentlich Politik, die auf Freiwilligkeit beruht und nicht auf Zwang. Ja, das meine ich auch. Also mit zwanghafter Bürgerbeteiligung meine ich, dass diese Bürgerbeteiligung deshalb zelebriert wird, weil es Bürgerbeteiligung ist und gar nicht nur mit dem Inhalt geht. Wobei ich in einem Punkt tatsächlich überraschend, das haben Sie gerade angesprochen, tatsächlich Anhänger bin einer Wahlpflicht. Man kann ja auch zu einer Wahl gehen und irgendwie kann kein Kreuz machen oder den Stimmzettel ungültig machen. Ich finde, wir haben in Deutschland jahrhundertelang dafür gekämpft, dass wir frei wählen können. Andere Völker kämpfen noch darum, dass die Menschen nicht sterben sollen auf dieser Welt, um für die freie Meinungsbildung und die freie Meinungsbildung zu bekommen. Und im Blick auf die Wahlbeteiligung bin ich zum Beispiel Anhänger der Sache. Es muss eigentlich eine Bürgerpflicht sein, zur Wahl zu gehen. Die Beteiligung ist freiwillig, klar. Was wir als Politik erzeugen müssen, ist, dass wir die Einflussnahme der Bürger stärken. Nur zwei Beispiele, das ist ja durchaus auch passiert. Stichwort
Kernkraftwerke der Beschluss der Bundesregierung damals, dass die Kernkraftwerke stillgelegt werden. Das war auch sozusagen eine Wahrnehmung einer Interessensbildung in der Bevölkerung. Pegida, die Bundeskanzlerin, hat sich deshalb zu diesem Thema geäußert, als Gegenbewegung, weil sie erkannt hat, dass hier sozusagen sich etwas entwickelt. Also soweit ist es schon so, dass Bürgerbeteiligung direkt und indirekt auch gegeben ist und auch politische Einflussnahme mit sich bringt. Wir kennen ja vielleicht das Stichwort der Fokusgruppendemokratie. Das heißt, dass Politiker und Parteien die ganze Zeit erforschen, was Bürger denken, was sie wollen. In der Hinsicht funktioniert die Demokratie eigentlich ganz gut. Und darum glaube ich, dass im Großen und Ganzen Politiker einen recht guten Sinn dafür haben, was Bürger wollen, was nicht. Und wenn sie diesen Sinn verlieren, verschwinden sie auch sehr schnell. Aber die Frage, die man sich ja stellen muss, ist, welche Legitimation haben Politiker, wenn die Wahlbeteiligung so stark zurückgeht, wie in den letzten Jahren? Vor allem ein Rückgang der Wahlbeteiligung ist bei den Erst- und bei den Jungwählern zu erkennen. Finde ich, hat man auch sehr extrem bei der letzten Bürgerschaftswahl hier in Hamburg gesehen. Dario, wo siehst du denn den Grund, warum gehen deine Altersgenossen nicht zur Wahl? Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch sehr häufig stelle, und ich würde da zwei Ursachen benennen. Einerseits liegt die Schuld natürlich, also was heißt natürlich, aber bei der Politik. Und auf der anderen Seite bei den Medien. Wenn ich bei den Medien beginne, dass die großen Meinungsführer in der Medienlandschaft eben häufig ihre Akzentuierung so gestalten, dass die Politik oder der politische Prozess zunehmend in den Hintergrund gerät. Also häufig sieht man ganz oben in der Agenda das Dschungelcamp und danach kommen erst die Abstimmungen. Dann häufig sogar bei der Zeitung mit den vier Buchstaben, die wir natürlich alle kennen. Andererseits natürlich die Politik. Also ich war letztes Jahr mit meinem Profil selber im Deutschen Bundestag, da hat gerade der Wehrbeauftragte eine Rede gehalten über die Zustände im Bundeswehr, genau. Und da waren vielleicht 5% aller Abgeordneten anwesend und man hat immer schön gesehen, dass genau gerade nur die Leute applaudieren, die auch in der eigenen Partei sind und diese Dinge befürworten und die anderen nicht. Und da frage ich mich, ob dieser Artikel 38 überhaupt wahrgenommen wird. Und in Bezug auf Ihre Frage natürlich glaube ich eben, dass sich viele Menschen nicht mehr repräsentiert fühlen. Dadurch eben, dass so wenige Abgeordnete tatsächlich ihrer Funktion, ihrer demokratischen Legitimation nachkommen. Und auf der anderen Seite natürlich die Medien. Also ich würde hier auf jeden Fall zwei Verursacher benennen, die klar dafür verantwortlich sind. Also im Kern, glaube ich, ist erstmal jeder selbst für sich verantwortlich. Wir sind in der leben in einer Demokratie und jeder hat das Recht, Wahlen zu gehen und das Recht, es bleiben zu lassen. So, das heißt, ich finde immer die Schuldverschiebung immer ein bisschen schlicht. Da bin ich eher für eine klare Ansage. Wenn die Leute es wollen, dann können sie es. Und wenn sie es nicht wollen, dann lassen sie es halt bleiben. Ich kann niemanden zwingen. Ich kann vielleicht dazu motivieren, zu helfen. Ich mache 80 Tagesfahrten im Jahr nach Berlin, ein Haufen Bürger, jeweils 50 drin, wir diskutieren, wir gucken uns Berlin an, man diskutiert, was sie interessiert. Ich mache, glaube ich, 200 Hausbesuche jedes Jahr, setze mich 2 Stunden bei den Leuten zu Hause hin und diskutiere und am Ende sage ich mal für mich, mehr kann ich nicht, mehr geht nicht. Und ansonsten muss es jeder selber wissen. Und zum anderen ist es so, dass wenn man zum Beispiel den Bundestag anguckt, da stimme ich Ihnen zu, da gibt es ein bisschen wenig Aufklärung. Natürlich sitzen da nur 5 oder 10% rum. Das soll auch so sein. Hätte ich zum Beispiel in der Schule vermittelt werden sollen. Wir sind keine Präsenzdemokratie, kein Präsenzparlament, wie das in der hamburgischen Bürgerschaft oder im englisch-amerikanischen Parlament ist, sondern bei uns ist es ein Ausschussparlament. Bei uns sind 80-85% der Fälle nur die Abgeordneten da, und zwar auch laut Geschäftsordnung, das soll auch so sein, deren Thema, deren Ausschuss dran ist. So, also als Sie da waren mit den Wehrbeauftragten, dann wird der Verteidigungsausschuss gesessen haben, plus noch ein paar Interessierte aus dem Auswärtigen Ausschuss und ein paar andere. Nur in 10-15% der Fälle sind alle da. Das ist regulär, deswegen nur die vorderen Tische, Bereiche auf dem Tisch. So, das ist die Grundidee, die dahinter steckt. Das kann man aber schwer erklären, weil das so ist, weil wir nicht da sitzen, sondern weil wir im Ausschuss eine Arbeit andere Sachen machen, sind wir als Parlament einflussreicher als fast jedes andere Parlament in Europa, weil wir eben auch sehr stark in die Exekutive eingreifen und die Zeit haben. Würde ich den ganzen Tag im Plenum sitzen und meinen Kollegen zuhören, würde ich zwar relativ viel mitkriegen, hätte aber nicht die Möglichkeit, das, was ich will, auch gegen die Exekutive durchzusetzen. Das ist ja mein Hauptproblem. Wenn ich etwas will, selbst wenn wir regieren und wir beide wollen was, dann müssen wir uns nicht nur gegen unsere eigenen Minister durchsetzen,
sondern auch gegen den Beamtenapparat, der dahinter steht. Und der ist immer da, egal wer gerade zufällig regiert oder wer eine Koalition hat. Und sich da durchzusetzen, das ist harte Arbeit, das braucht viel Bohren der berühmten dicken Bretter. Und deswegen, glaube ich, ist das auch wichtig, dass man sich hinter einzelne Themen klemmt. Deswegen können wir auch nicht alles, deswegen sind wir spezialisiert, sind wir Fachpolitiker, haben wir einen bestimmten Themenschwerpunkt, weil wir uns da dann auch durchsetzen können, während ich in anderen Themen, also wenn mich jetzt einer fragen würde, Neuzulassung von Medikamenten, würde ich sofort die weiße Flagge hissen, habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Können Sie mir einen Brief schreiben, kümmere ich mich drum, mache ich mich schlau und wenn ich die Antwort habe, melde ich mich wieder. So funktioniert das bei uns. Ja, sorry, ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr Widerspruch anschließen, denn mit den Medien funktioniert das als Schulzuweisung so einfach auch nicht. Als Schülerzeitungsredakteur werden Sie wissen, dass Sie niemanden zwingen können, Ihre Artikel zu lesen. Medien sind ein Markt. Ich habe das Glück, für eine Zeitung zu arbeiten, deren Leser im Großen und Ganzen gut informiert werden wollen. Und darum kann ich schreiben, was ich möchte. Würde ich für die Bild-Zeitung arbeiten, müsste ich mich an Leser wenden, die in dieser Weise informiert werden wollen, wie Bild-Zeitungsleser halt informiert werden. Es wird auch niemand gezwungen, das Dschungelcamp zu sehen. Entschuldigung, die Zeitung heißt ja auch Bild, nicht Text. Richtig. Es wird auch niemand gezwungen, das Dschungelcamp zu sehen. Das heißt, die Leute informieren sich so, wie sie informiert werden wollen. Und dadurch schaffen sie eine Nachfrage nach Medien. Und diese Nachfrage bedient einen Medienmarkt. Dennoch würde ich sagen, dass die Medien auf jeden Fall mehr Impulse setzen können, um eben auch junge Leser anzusprechen, um Leser verschiedener Zielgruppen anzusprechen. Natürlich, jedes Medium spricht eine gezielte Zielgruppe an, aber ich finde, die Medien tun viel zu wenig, um den öffentlichen Diskurs wirklich publik zu machen. Wenn man auf Abgeordnetenwatch guckt, was für Abstimmungen überhaupt im Bundestag laufen, das wird in keinem politisch, also das wird in den wenigsten Formaten tatsächlich so publiziert, also nicht mal in der Tagesschau. Aber sehen Sie die Zeitung auch mal als ein Produkt, das verkauft werden muss. Meine Artikel schreibe ich ja nicht, weil ich, oder jedenfalls nicht nur, weil ich sie wahnsinnig wichtig finde, und weil ich glaube, dass die Menschheit all das erfahren muss, was sie zu erzählen habe, sondern die schreibe ich im Wesentlichen, weil ich dazu beitragen möchte, ein Produkt herzustellen, das hinterher gekauft wird, von Leuten, die das lesen wollen, was da drin steht. Gibt es die Nachfrage, die Sie da beschreiben, dann würde es die Zeitung auch geben, die Sie sich wünschen. Ganz kurz nochmal einmal einen Schritt zurück zur Fragestellung, ob die Abgeordneten überhaupt noch ihr freies Mandat ausüben. Ich fand zum Beispiel die Diskussion, die Johannes Klaas und ich am Freitag erlebt haben um 9 Uhr, das Gedenken 100 Jahre Völkermord an Armenier, fand ich beeindruckend, weil, glaube ich, hier nochmal deutlich geworden ist, dass tatsächlich auch Abgeordnete, frei gewählte Abgeordnete sich durchgesetzt haben. Also es ist ja mal eine Frage Legislative und Exekutive. Lex legis, wir sind die Gesetzgebende. Aber tatsächlich ist es so, dass ein Riesenapparat der Exekutive uns auch häufig überfährt. Und in dieser Frage, ob man es als Völkermord bezeichnen sollte, ja oder nein, haben wir Parlamentarier, ich glaube, aller Fraktionen uns durchgesetzt. Und ich glaube, das war auch eine Botschaft am Freitag, dass wir auch gelernt haben als Bundestag, nachdem wir vor 10 Jahren sehr passiv waren in dieser Frage schon, dass wir jetzt offen sagen, es war ein Völkermord, er darf nicht geleugnet werden. Und wir auch damit der Exekutive signalisiert haben, wir müssen anders damit umgehen. Jetzt zur Frage nochmal Medien. Das beobachten wir ja auch mit Interesse. Also es gibt ja Zeitungen, ich glaube das Handelsblatt, die machen das so, wenn die jetzt eine Geschichte haben im Internet. Da gibt es 2 verschiedene Überschriften, die gepostet werden, die nicht gepostet werden, wenn man das veröffentlicht werden. Und dann achten die genau darauf, welche Überschrift wurde häufiger angeklickt. Und das ist dann die Überschrift für den Artikel. Das sind natürlich auch schon, Medienschwerte macht immer Spaß, das sind natürlich auch schon Formen, wo man dann fragt, sozusagen, worum geht es denn eigentlich? Nur noch tatsächlich um den Zeitungsverkauf oder geht es um Journalisten, davon gehe ich aus, auch um wirkliche Meinungsfindung, Recherche und das Betreiben politischer Kommunikation? Kennen wir alle, ist auch in der Geschichte der Politik Deutschland seit 40 Jahren eine Diskussion der vierten Macht der Medien. Ich erkenne nur an, dass die Schieflage wieder etwas stärker zunimmt, wenn Sie wissen, was in Russland passiert, dass da Leute eingestellt werden, die nur für Putin irgendwelche Facebook-Artikel schreiben, die alle nicht so ganz richtig sind, glaube ich, es ist natürlich schon ein gewisses Problem auch in der politischen Kultur Deutschlands, wobei ich auch immer wieder gegenteilige Wahrnehmungen habe von Medienvertretern. Wobei, da möchte ich kurz reingrätschen, dass natürlich die Politik auch selbst Mitglied des öffentlichen Rundfunks ist. Also wenn man so sieht, was in den letzten Jahren beim ZDF passiert ist, kann man jetzt ja auch nicht ganz davon sprechen, dass da jetzt die
also das Zusammenspiel von Medien und Politik da schon dafür sorgt. Also die Politik könnte ja auch fordern, dass um 20.15 Uhr vielleicht mal die Reportage läuft und nicht um 8.12 Uhr. Aber das wollen sie ja gar nicht. Also ich persönlich finde es ja eher schwierig, was da in Fernsehbeiräten alles so stattfindet. Ich habe meinen Fernseher vor 14 Jahren abgeschafft, weil er nur Unsinn kommt. Und wenn man sich das so anguckt, diese Talkshows, die dienen ja mehr der Verblödung als der politischen Meinungsbildung, dürfte ja jeder gerne herausfinden. Woher wissen Sie, was Sie sind? Sie auch nicht. Ehrlicherweise, ich kriege das bei Facebook und bei Twitter immer mit, die werden kommentiert. Ja. Wenn ich mir den Schwachsinn angucke, also man braucht mir den Tatort auch gar nicht mehr gucken. Es reicht, wenn man bei Twitter unterwegs ist, da hat man den Tatort mit der Kommentierung. Das ist meistens unterhaltsamer als der Tatort selber. Und wenn Sie sich das dann angucken, dann haben Sie halt das Problem, dass wenn ich zum Beispiel meine Hausbesuche mache oder meine auf diesen Tagesfahrt bin, dann erkläre ich mehr Politik, als dass ich diskutiere. Also man erklärt, wie funktioniert das Rentensystem, warum ist das Gesundheitssystem so aufgestellt, wie es aufgestellt ist. Und wenn ich mir dann die Nachrichten einfach mal durchlese, die ich in Zeitungen so habe, dann wird da immer viel Entertainment bei und viele Nachrichten, die man nicht so wirklich braucht. Aber das, was Leute interessiert, weil es ihr Leben beeinflusst. Also wie setzt sich Ihre Rente zusammen, wann kommt die und wie geht das? Dass man solche Sachen häufiger mal bringen würde, ich glaube, dann gäbe es auch mehr Leute, die sich dafür interessieren würden. Häufig sagen mir die Leute, wenn sie nicht, wie letztens einer erzählt, er hat mal die Tagesschau geguckt, Viertelstunde, interessiert hat ihn davon zwei Minuten, irgendein Erdbeben irgendwo und irgendein Flugzeug irgendwo runter, auch irgendwo, das war nicht so ernsthaft sein, es war kein Bezug zu ihm da. So, und dass dann wieder irgendwelche Leute wen empfangen haben und geredet haben, ist auch ganz aufregend. Aber das, was ihn wirklich interessieren würde, das kommt dann nicht so vor. Der hat immer das Gefühl, da schreibt eine bestimmte Klasse für eine bestimmte andere Gruppe, aber 70% der Bevölkerung fliegen immer darunter weg. Und das finden viele halt problematisch. Und das kriegt man halt mit, wenn man im Wahlkreis unterwegs ist und guckt sich die Fragen an, die man abkriegt. Und dann merkt man, dass die Leute sich einfach komplett abkoppeln von dem, was man im öffentlichen Diskurs nennt. Ja, ich möchte, dass das richtig ist, aber es ist deren freiwillige Entscheidung, das so nicht anders zu halten. Das ist mit den Medien nicht groß anders als mit der Politik. Aus meiner Sicht nehme auch ich eine Art Mandat wahr. Ich habe Leser, die informiert werden wollen und die bezahlen mich dafür, dass ich sie informiere. Hätte ich andere Leser, wie gesagt, können sie nicht so informieren. Und so wie das Handelsblatt sich darüber informiert, was ihre Leser wollen, so denke ich, Herr Sandberg, werden sie sich darüber informieren, was ihre Wähler wollen. Und im Großen und Ganzen werden sie gezwungenermaßen dahin gedrängt werden, diese Nachfrage wenigstens so einigermaßen zu befriedigen. Da würde ich gerne noch gerne eine Zusatzfrage stellen zu den Fragen, was die Wähler wollen. Ich habe hier vier Beispiele. Einmal NSA-Skandal, zweitens TTIP, drittens Vorratsdatenspeicherung und das vierte, das betrifft sie beide, denke ich, besonders, weil sie dafür kämpfen. 3 von 4 Deutschen sind für die Gleichstellung der Homo-Ehe. Sie kämpfen beide dafür und kriegen scheinbar, obwohl 3 von 4 Deutschen diese Gleichstellung haben wollen, kriegen sie die Mehrheit nicht hin. Wieso? Tja. Also seit 1998 bin ich ja nun als zuständiger Sprecher für die Zielgruppe im Deutschen Bundestag, jedenfalls was die SPD angeht. Wir haben das schrittweise hingekriegt, aber das Problem ist eben, mit den Grünen hat man kein Problem, mit der Linken hat man da kein Problem, aber die CDU, CSU, oder sagen wir mal so, fair zu sein, 2/3 der CDU, CSU wollen halt nicht. So, und Sie hätten doch mit Rot-Rot-Grün hätten Sie doch jetzt eine Mehrheit. Bitte? Mit Rot-Rot-Grün hätten Sie doch jetzt eine Mehrheit. Klar hätte ich jetzt mit Rot-Rot-Grün eine Mehrheit. Das Problem ist, ich habe keine Mehrheit für eine stabile Regierung, ich hätte eine Mehrheit für irgendeinen Punkt. Und was man natürlich braucht, ist, wenn man eine Koalition hat, einen Koalitionsvertrag. Und da regelt man natürlich bestimmte Dinge. Und der Punkt war nicht regelbar. Also wir haben es mehrfach, ich habe bei den Koalitionsverhandlungen mitgemacht, mehrfach probiert. Ich habe auch ein gewisses Eigeninteresse. Ich mache das seit 1998. Ich wäre froh, wenn ich dieses Thema mal loswerden würde, weil man denn eine Gleichstellung hätte. So, wir kriegen in dieser Legislatur eine rechtliche Gleichstellung hin. Aber das Ding heißt nur noch Lebenspartnerschaft und nicht Ehe. Wir haben bei Artikel 3 Grundgesetz viel geregelt, aber nicht dieses Thema. Und bei der Frage Adoption gibt es noch 5%, die auch noch ungeklärt sind. Und da ist es halt
nicht zu wollen. Und wenn ich dann meiner guten Freundin Erika Steinbach rede und die frage, warum das nicht zu regeln wäre, dann sagt sie im Moment, erstens hat sie grundsätzlich da ein Problem, aber zweitens, solange die AfD immer stärker wird, hat die CDU Angst, dass sie an die AfD unter anderem auch wegen diesem Thema Wähler verliert. Und die bewegt sich keinen Millimeter. Also ich will das mal aufgreifen, auch als jemand, der innerhalb der CDU-CSU-Fraktion zu dieser Gruppe gehört, die schon vor langer Zeit gesagt hat, wir müssen bei dem Thema Gleichstellung und eingetragene Lebenspartnerschaften einiges voranbringen. Und ich will das mal bringen auf den Punkt Macht in Gesellschaft und Politik, weil das ist zum Beispiel auch, wie man Machtverhältnisse nicht umkehren kann, aber wie man Machtverhältnisse auch, wenn man keine Mehrheitsposition hat, bewegen kann. Das ist die Frage, wie setze ich eine Position? Da ist man Fraktionsvorsitzender und sagt, das wollen wir alles nicht, Punkt. Da gibt es einen Parteitagsbeschluss, wollen wir alles nicht, Punkt. Und jetzt war es die Aufgabe auch für einige, dazu gehört ich auch, die gesagt haben, also es ist unsere politische Position, wir sehen das als ein elementares Thema der Gesellschaft. Und dann haben sich halt Politiker und Abgeordnete der CDU, CSU zusammengetan, diese 13, sind mittlerweile 17 oder 18, und kämpfen sozusagen Schritt für Schritt und organisieren neue Mehrheiten. Was nicht ganz einfach ist, einer sehr konservativen Partei, ich will das gar nicht jetzt inhaltlich kleinarbeiten, sagen, wer wo steht und mit Sicherheit mit welchem Begründungsmuster, das würde glaube ich zu weit führen, die dann die Frage, wie ich Macht erlangen kann oder wie ich Macht einsetzen kann. Und dann war es halt so, dass wir es hinbekommen haben, dass wir zumindest im Steuerrecht die Gleichstellung haben. Ole von Beuys hat damals in Hamburg bereits einiges auf den Weg gebracht mit Blick aufs Beamtenrecht. So, und jetzt haben wir noch das Thema der Adoption. Und da muss man genau sehen, wie kann man dann mit Wissensvorsprung, mit Überzeugung, mit mehreren Kategorien von Macht auch seine Position durchbringen. Insoweit ist das dann in einer Partei, und zu der gehöre ich, oder einer Fraktion mit zwei Parteien, die ihn teilen, das halt noch anders besetzt, wie Johannes Kahrs und ich, dass man da Positionen versucht so zu setzen, dass sie mehrheitsfähig sind. Aber man sieht, da ist auch ein Prozess der Bewegung, auch der Fragestellung, wie mein Denken sich verändert, das Denken von Kollegen, auch von Frau Steinbach, sich möglicherweise verändert. Das müssen wir halt kämpfen. Ähnlich wie bei dem Beispiel Völkermord, was man weiter hat. Das geht ja noch seit 1998. Und ich bereite mich auf die Rede nicht mal mehr vor. Ich habe jede Rede zu dem Thema geredet. Dreimal rauf, viermal runter, nachts um 3 Uhr weg kann ich die Rede. Und es ist einfach nur noch nervig. Und es geht komplett an der Lebensrealität in Deutschland vorbei. Und deswegen ist es halt einfach so, dass man sich wünschen würde, dass sich da auch Frau Merkel einfach mal einen Schritt bewegt. Aber 98 hatten Sie eine stabile Mehrheit. 98 hatten wir die Mehrheit, eine super Mehrheit. Das Problem wurde, brauchen wir auch den Bundesrat. Das ist so ein klitzekleines Problem bei der Veranstaltung. Deswegen haben sie ja nur die Teile durchgekriegt bei der Gleichstellung, wo die Pflichten waren, aber nicht die Rechte. Und danach, in der letzten großen Koalition, haben wir das Antidiskriminierungsgesetz durchgesetzt. Jetzt kriegen wir die rechtliche Gleichstellung irgendwie hin. Aber es wäre mal schön, wenn man das wirklich hinbekommen würde und das nicht immer so salamimäßig Schritt für Schritt für Schritt. Und alle Beteiligten sind nur noch genervt, weil auch in der Bevölkerung alles sagt, wieso, ihr habt das doch alles schon. Und wenn man denen dann sagt, nee, noch nicht so ganz, dann versteht es irgendwie gar keiner mehr. So richtig beantwortet ist die Frage rein analytisch gesehen noch nicht. Wie kann das sein, dass es eine gesellschaftliche Mehrheit gibt und dass die Politik nicht schafft, die Wünsche der Mehrheit umzusetzen? Mein erster Verdacht wäre, dass es ja einen gewissen Unterschied macht, ob man in der Umfrage mal sagt, ja, Gleichstellung fände ich ganz nett, oder ob man bereit ist, mit all seiner Energie dagegen zu kämpfen. Und es gibt halt eine sehr einflussreiche Organisation, die katholische Kirche, die mit sehr viel Energie dagegen kämpft. Und mit dieser Kirche wird sich eine christliche Partei nicht ohne weiteres verderben. Das wäre so meine Suchrichtung, wenn ich nach Ursachen forschen wollte. Ja, aber dann merkt man die Komplexität auch von Politik. Und das kann ich ja auch nicht leugnen. Wenn ich sehe, für was es alles Mehrheiten in diesem Land gibt, da gibt es noch ganz andere Fragestellungen, wo wir, glaube ich, froh sind, dass diese Mehrheiten sich nicht sozusagen politischen Entscheidungen widerspiegeln. Das war immer dieses alte, ich weiß, überholte Beispiel der Todesstrafe. Aber es gab irgendwann mal in der Geschichte der Politik Deutschland gab es eine Mehrheit für die Todesstrafe. Die ist Gott sei Dank nicht gekommen, auch aus anderen Gründen. Das ist aber genau die Aufgabe von Politik, von der Fragestellung, wie ich Dinge beeinflussen will, und zwar im politischen Diskurs mit Mitbewerbern, SPD, Grüne und sonstige, aber auch innerhalb einer eigenen Fraktion. Und eine CDU, CSU, das sind zwei Parteien, sind zwei Volksparteien, die sehr breite Kontakte auch haben, auch im Hintergrund haben, gerade katholische Kirche, das ist so. Das finde ich übrigens auch in Ordnung, weil das leitet auch die Grundwerte der CDU und CSU.
Wir sind eine grundwerteorientierte Partei. Und gerade vor diesem Hintergrund ist es natürlich eine besondere Aufgabe, hier andere Positionen oder für andere Positionen zu werben. Ich würde das nicht immer so sagen, so leicht abtun, weil das ist die katholische Kirche und die wollen das alle nicht. Es gibt auch viele Menschen, die diese Position tatsächlich auch mittragen, nicht nur in Bayern, sondern auch anderswo. Und das ist sozusagen der Diskurs, den man dann anleiten muss, moderieren muss im demokratischen Verfahren und nicht im Machtverfahren zu sagen, das ist jetzt so. Ja, ich habe da gar keine Einwände dagegen. Ich will bloß darauf hinweisen, es ist halt ein Unterschied, ob man in der Umfrage mal sagt, ja, fände ich ganz nett, oder ob man bereit ist, für ein Ziel zu kämpfen. Und eine kleine Gruppe, die bereit ist, für ein Ziel zu kämpfen, kann durchaus ein ähnliches Gewicht haben wie eine größere Gruppe, deren Bereitschaft zu Engagement endet, wenn der Mann mit der Umfragebogen wieder abgezogen ist. Ich kann das aber an dem Beispiel deutlich machen, weil wir diese 13 Kollegen der CDU-CSU-Fraktion hatten zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen einen riesen Aufstand mit Gebrüll und gehen an die Öffentlichkeit, an die Zeitung, dann hätten wir sicherlich eine Woche lang eine gute Diskussion gehabt und alle hätten unsere Gesichter gekannt, aber wir hätten kein Ziel erreicht. Und da muss man genau überlegen, strategisch, und das ist halt politische Kommunikation. Wie gesagt, nein, wir versuchen, Frage das war steuerlich, Steuerrecht noch, wir versuchen dafür zu werben, und zwar ruhig und intern, und haben dann Leute überzeugt, und dann, Zitat einer nicht unwichtigen Person innerhalb der CDU-CSU, weil ihr so moderat wart und weil ihr intern diskutiert habt und nicht groß an die Öffentlichkeit gegangen seid, deswegen verspreche ich euch eins, wir werden das umsetzen. Also es ist auch eine Frage zu sagen, wie man das macht. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, Routen, die großen Zunober in der Zeitung. Gerade in der Bildzeitung kann man schnell Überschriften kriegen, 3 Wochen später ist man relativ schnell vergessen, nur andere haben viel vergessen. Oder man muss halt intern, sehr intern dafür werben, und der letztere Weg ist der schwierige, weil das Brett wesentlich dicker ist. Da muss man immer taktisch überlegen, bei welchen Themen macht man das. Bei anderen mache ich es auch anders. Da gehe ich auch mal in die Zeitung, an die Öffentlichkeit, da muss man ein bisschen provozieren. Das ist die Frage natürlich, wie kann ich auch wirklich Machtinstrumente einsetzen. Wissen, Überzeugung. Ich würde jetzt aber auch dafür sprechen, dass dann wenige Personen eine unglaublich weitreichende Entscheidung für die gesamte Gesellschaft verhindern können. Ja, ja, also ich glaube, wir reden Zwischenzeit etwas an der eigentlichen Fragestellung vorbeigeredet, weil die ursprüngliche Frage hatte ja 4 Beispiele mit sich gebracht, und das waren ja eben nochmal NSA und die anderen Geschichten, die Ihnen ja wohl bekannt sein dürfen, und Demokratie, das weiß hier glaube ich jeder, funktioniert auf der Grundlage von Mehrheiten, und Politiker sind eigentlich nur Repräsentanten von Menschen und einfachen Bürgern. Jeder von uns hat einen Repräsentanten, den er wählen kann, oder auch eine Partei, und der er sich zugehörig fühlt. Und ich habe das Gefühl, dass diese Repräsentanten ihrer Aufgabe insofern nicht gerecht werden, als dass ich zunehmend den Verdacht kriege, dass eher die Konzerne Politik machen. Also man kann, ich übertreibe jetzt, man kann es eigentlich wie im Sport machen und die Bundestagsabgeordneten gleich mit Trikots ankleiden, wo Konzernlogos zu sehen sind. Und da stelle ich eine zunehmende Intransparenz vor, und das ist bei TTIP der Fall. Da sitzen ja Konzerne mit an den Verhandlungstischen. Alles andere als demokratisch, alles andere als auf der Grundlage von Mehrheiten. Und ich muss sagen, da ist die Politik ziemlich lethargisch, beziehungsweise sie nickt alles ab, was die Wirtschaft macht. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum die Wahlbeteiligung sinkt, weil man auch das Gefühl hat, dass sie ihrer Aufgabe nicht hundertprozentig nachkommen. Auch wenn möglicherweise große Teile das wollen, aber de facto funktioniert es nicht. Herr Drüschner, wollen Sie was ergänzen? Die Leute, die da sitzen, sind dahinter gewählt worden. Möglicherweise auch von Ihnen. Sie hätten da andere hinwählen können. Sie hätten eine überwältigende Mehrheit die Linkspartei wählen können, die normalerweise nicht in den Verdacht sieht, sich den Druck der Konzerne zu beugen, haben sie aber nicht, haben die Bürger dieses Landes nicht, weil sie von denen nicht vertreten werden wollen. Von daher, am demokratischen Zustande kommen, habe ich da keine Ahnung. Bei Geschichten wie TTIP allerdings, da weiß man ja nicht mal, wer an Verhandlungstisch sitzt, das ist doch eine Grundlage der Demokratie, oder nicht? Darf ich gerade das Beispiel aufgreifen? Weil da ist es so, dass die Bürgerproteste, diese vielen E-Mails, die wir jetzt jeden Tag bekommen, mit Fragestellungen dazu und Aufforderungen, das Abstimmverhalten an den Tag zu legen. Gerade hier war es so, da finde ich, hat Bürgerbeteiligung gewirkt. Weil da haben sehr viele Kolleginnen und Kollegen, ich auch, sozusagen das Thema sensibilisiert und gehen jetzt in die Überprüfung, was ist da eigentlich los. Und ich glaube, dass Veränderungsprozesse, die jetzt auch in den Verhandlungen noch stattfinden, der Tatsache geschuldet sind, dass sehr viele Menschen hier ihren Protest angemeldet haben. Also Bürgerprotest auch artikuliert haben und nicht nur Konzerne gewisse Interessen vorgegeben haben. Weil das wäre jetzt ja so ein bisschen wieder mit Blick auf Macht. Und wenn das eine so ein bisschen die Frage ist, mit funktioneller Macht, ist das ja so ein bisschen Karl Marx, so ein bisschen die Macht der Konzerne und des Kapitals. Ja, das ist doch
Das ist die Macht des Kapitals. Das ist sozusagen die Interpretation über diese Machtkategorien. Ich sage ganz ehrlich, wir beide kennen ja, Johannes und ich kennen ja sozusagen die Massen an Menschen, an Lobbyisten, die da rumlaufen im Deutschen Bundestag. Man muss mit denen umgehen können und man muss immer einen entscheidenden Moment für seine Position kämpfen können. Ich glaube, wir beide gehören wie viele, viele andere Kollegen zu denen, die deutlich auch immer wieder entgegen gewisser Interessen der Konzerne agieren. Mindestlohn zum Beispiel, da hatten ja die großen Verlage, hatten ja das Interesse nicht unbedingt am Mindestlohn bei den Zeitungsaustragenden. Also wir können jetzt gerne viele Beispiele auch anführen, wo, glaube ich, auch Politik sich dagegen entschieden hat, das zu unterstützen, was auch schließlich Konzerne wollen. Letztendlich Stichwort Kernkraftwerke und das Abschalten der Kernkraftwerke. Das ist immer auch ein Ausgleich natürlich zwischen verschiedenen Interessen, die man Lobbyismus nennt, und den politischen Optionen, die die Abgeordneten haben. Wobei, um da vielleicht noch was dazu zu sagen, da brauchte die CDU aber auch erst ein explodiertes Kernkraftwerk in Fukushima, damit sie auch zu dieser Einsicht kam, oder nicht? Ja, aber das ist doch nur, wenn eine Partei Erkenntnis gewinnt. Das hilft doch allen. Würde ich mir bei anderen Parteien jemand auch wünschen, dass die Linke mal Erkenntnis gewinnt. Aber gerade Deutschland zeigt doch diese Wahlen in der Zukunft. Einmal natürlich Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und Baden-Württemberg hat die CDU ja grandios verloren. Oder was ist grandios, aber mit einer unglaublichen Brisanz verloren. Und eben, ich glaube, handeln Sie da nicht eher gegen Ihre Überzeugung und zugunsten eines möglichen Wahlausgangs? Nein, weil das nicht ganz stimmt. Also das Ergebnis in Baden-Württemberg, die Umfrageergebnisse waren vor dem Unglück in Fukushima, waren identisch mit dem späteren Umfeld, identisch mit dem späteren Wahlergebnis. Aber jetzt müssen wir den Widerspruch ein bisschen auflösen. Ich höre auf der einen Seite immer wieder, Politik soll sich dann nach den Fragen der Menschen, der Bürger richten. Und wenn man es denn tut, dann ist es so, aber haben Sie denn irgendwie, hören Sie nur noch haben Sie Angst vor Wahlniederlagen? Also im demokratischen System ist Kernzelle die Wahl. Und ich muss natürlich werteorientiert meine Position auch vertreten. Das ist immer der Abwägungsprozess zwischen dem, was ich selbst denke, fühle und handle. Und bei einigen moralisch-ethischen Fragen gibt es bei mir kein Abweichen. Das ist das Stammzellenthema zum Beispiel ist so ein Thema. Oder Sterbebegleitung ist auch ein Thema, diese ethnisch-moralischen Themen. Und auf der anderen Seite bin ich dann ja auch als Abgeordneter natürlich, dass ich dann auch gucke, nicht wie Wahlen ausgehen, sondern wie Menschen sich entscheiden. Und ich glaube, da finden wir, haben wir im jetzigen System aber einen guten Abstimmungsprozess, auf der einen Seite seine eigene Position auch klar zu vertreten und zu sagen, hier gibt es für mich eine rote Grenze. Sterbehilfe als Beispiel, auf der anderen Seite aber auch zu überlegen, wo muss ich neuen gesellschaftlichen Veränderungen auch gerecht werden. Und da war das Thema Fukushima und dann die klare Willensbekundung der Mehrheit in diesem Land, so dass auch eine Partei mal seine Position verändern kann. Ja, Elwin, wir geben dir das Schlusswort, weil es gibt noch einige Fragen aus dem Publikum, für die wir noch ein bisschen Zeit einplanen müssen. Elwin, bitte. Ich habe zwei Dinge zu sagen erstmal. Sie meinten ja gerade, dass Politiker darauf achten, was auch das Volk quasi zu gewissen Themen denkt. Aber wenn man sich mal aktuelle Beispiele wie zum Beispiel der Bau von Stromtrassen anschaut, dann sieht man ja, dass das Ganze auch nach hinten losgehen kann, der ganze Prozess irgendwie lahmgelegt wird. Von daher auch als Schlusswort könnten wir uns alle darauf einigen, dass es wie in allen Lebensbereichen die goldene Mitte gibt, zwischen gerade bei Politikern, zwischen eigenen Entscheidungen und Einflüssen von außen. Ich darf mir einen Satz sagen, genau das ist der Kern, die goldene Mitte im Abwägungsprozess. Ich habe nur ein Interesse, ich bin familienpolitischer Sprecher, nicht wirtschaftspolitischer Sprecher oder energiepolitischer Sprecher. Das Schlimme ist und das Tragische ist, es gibt auch Gruppen in dieser Gesellschaft, die haben keine Lobby, kein Kapital, das sind in der Regel Kinder und Familien. Und deswegen sozusagen bei dieser Frage, was diesen Bereich angeht, Stichwort Alleinerziehende. Bei den Alleinerziehenden haben gute Geister in der Großen Koalition jetzt nochmal massiv dafür gekämpft, dass der Entlastungsbeitrag erhöht wird. Da, glaube ich, muss Politik auch klare Bekenntnisse oder muss klare Positionen beziehen, denn gerade Familien und Kinder haben nämlich keine Lobby für die werden. Fragen aus dem Publikum. Nicht so stürmisch. Der erste ist immer der schwierigste. Herr Selim, hier vorne. Ja. Darfst du gerne. Also es ist eine etwas persönlichere Frage, aber ich wollte Herrn Weinberg und Herrn Kaas fragen, ob Sie ein Vorbild haben oder eine Person, mit der Sie sich identifizieren können. Also ich war mal Schulsprecher meiner Schule in Bremen-Nord.
Bremer. Und wir hatten an dem Tag die geistig-moralische Wende. Es war der Wechsel von Helmut Schmidt zu Helmut Kohl. Und da wechselte die FDP wieder mal die Seiten. Und dann haben wir dann den Unterricht ausfallen lassen und haben uns das im Fernsehen angeguckt. Und danach bin ich mit einem Haufen anderer Leute in die SPD eingetreten. Und wenn man sowas hat, dann heißt es nicht, dass man alles gut findet und immer aber so die Grundrichtung. Und ich fand, Helmut Schmidt war immer einer, der stand für bestimmte Dinge, hat sich auch mal von den Mehrheitsmeinungen nicht abbringen lassen und hat dann auch einfach gestanden. Und wenn es jemanden gibt, den ich mag, sind es Leute, die für ihre Überzeugung einfach stehen, auch wenn die Mehrheiten mal anders sind und auch wenn sie dafür mal Prügel kriegen, aber auch mal eine klare Ansage machen. Dieses ganze Rumgesülze stört manchmal und mal einer, der irgendwie klare Ansage macht, den finde ich immer vorbildlich. Also mit vielen Spontanen fällt man dann dazu Fußballer ein, von Franz Beckenbauer oder sonstigen, deswegen muss man in der Politik sehr hart erwarten. Erstaunlicherweise war ich auch mal Anhänger von Helmut Schmidt und habe sogar mit mal geprügelt für Helmut Schmidt. Du bist aber irgendwo falsch abgebogen. Das Problem ist, mein lieber Johannes, Klaas Helmut Schmidt ist eine große Persönlichkeit, aber die Partei, die damals gestürzt hat und sozusagen dann aus den Rennen genommen hat, damit habe ich meine Probleme, das ist der Fehler von Helmut Schmidt gewesen, er war halt in der falschen Partei. Ja. Momentan werden ja alle irgendwie der zugeordnet, Ludwig Erhard ist jetzt auch bei der SPD und Helmut Schmidt irgendwie auch bei der CDU. Nein. Ich stütze das ausdrücklich, was Johannes Klaas und seine Persönlichkeiten, die ihre Position durchgesetzt haben. Ich will nur mal an Heiner Geißler erinnern, so als Familienpolitiker war das jemand, der kam tatsächlich auch innerhalb der CDU mit einer sehr modernen Alle Wege der SPD führen nach Moskau. Was für ein Arschloch. Ja klar, keine Experimente. Mhm. Ja, aber auch diese Provokation hat anscheinend gewirkt, aber das sind schon Personen, die dann auch mal Mut haben gegen eine Mehrheitsmeinung, mit sozusagen einer kleinen Minderheit, für Mehrheit zu werben. Also das Gesellschaftsbild, Stichwort Scheidungsrecht, wird allzu weit führen. Ich finde, dass solche Personen hoch zu achten sind. Und dann gibt es viele Vorbilder, die auch heute wirken. Also wenn Frauen, kurdische Frauen, sich gegen ISIS stellen, dann sind das Vorbilder, weil die den Mut haben, tatsächlich einen erneuten Völkermord zu verhindern. Das sind leider immer nur die Namenlosen, die man nirgendwo leider erntet. Das, glaube ich, sind die Personen, die uns, für uns auch Vorbilder sein müssen. Weitere Fragen? Hallo. Ich wollte einmal eine Frage stellen zu etwas Aktuellem, und zwar, dass jetzt gerade ja sehr viel in Diskussion ist mit der Flüchtlingspolitik und dass ja gerade zurzeit sehr viel diskutiert wird und man quasi gleichzeitig einfach die Leute weiter sterben lässt, sage ich mal dazu. Und ich wollte fragen, ob Sie finden, dass Deutschland schon genug in der Flüchtlingspolitik tut und wenn nicht, was Sie, also Ihrer Meinung nach, was Deutschland schon genug machen könnte. Also Deutschland schon viel, aber nicht genug. Das gilt übrigens mehr noch für Europa und ich glaube, dass mit diesen, tragischen Unfällen dann jetzt hoffentlich auch eine Diskussion einsetzt innerhalb der Europäischen Union, mehr für Flüchtlinge zu tun. Das ist ja dramatisch, wenn man weiß, dass die Türkei 1 Million Flüchtlinge aufnimmt. Das sind lieber, wenn tausend Flüchtlinge leben und wer mit Europa gleichzeitig mit einem gewissen Wohlstand, den wir ja haben, jetzt große Probleme hat, sich zu bekennen und mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Ich hoffe, dass es sozusagen einen Kurs gibt der Europäischen Union, dass wir A, mehr Flüchtlinge aufnehmen, übrigens dann auch mehr das Thema Integration und Willkommenskultur zu definieren. Also, dass die Menschen, die hier in Deutschland leben, gerade die Jungen und minderjährigen Flüchtlinge, dass die hier auch eine Chance bekommen auf Berufsausbildung und auf das Finden ihres Lebensweges. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass natürlich die Frage schon gegeben ist, wenn ich gesellschaftlich Akzeptanz behalten will dafür, dann muss ich es auch gesellschaftlich transparent machen. Und wir erleben jetzt immer wieder die Diskussion, gerade in ländlichen Regionen, wo dann Bürgermeister vor vollendete Tatsachen gestellt werden, dass sie 50, 100, 200 Flüchtlinge aufnehmen müssen. Und da würde ich dringend appellieren, dass der gesamte Prozess transparenter gemacht wird. Denn es gibt eine Akzeptanz, Flüchtlinge aufzunehmen, nur ich muss auch dafür sorgen, dass diese Akzeptanz bestehen bleibt. Und da gibt es durchaus, glaube ich, noch Herausforderungen für die Politik, diese Aufnahme sozusagen auch mit den Menschen, mit den Bürgern, mit den Bürgermeistern vor Ort zu besprechen. Also auf der einen Seite
europäisches Bekenntnis, hier mehr zu machen. Auf der anderen Seite muss es aber auch klare Regeln geben und klare Abläufe geben, damit sozusagen die sogenannte hier lebende Bevölkerung nicht überfragt wird, weil deren Akzeptanz braucht man für das Problem. Ich würde die Frage am liebsten zurückgeben. Was wären Sie denn bereit zu tun? Ich meine, dieses Land Deutschland, und die Frage nimmt es genug auf, es ist, wie soll ich sagen, ein sehr abstraktes Subjekt, das große Land Deutschland. Die Deutschen haben mal eine Meeresflüchtlinge aufgenommen nach dem Krieg, die vertriebenen aus den Ostgebieten. Da waren sie aber auch bereit, ihre eigenen Wohnungen ein bisschen enger zusammenzurücken und Einweisungen in ihre eigenen Wohnungen zu akzeptieren. Ich glaube eher nicht, dass viele Hamburger das akzeptieren würden. Ich wäre sehr stolz auf diese Stadt, wenn sie das täte, und ich würde auch gerne dafür werben. Aber ich nehme an, nicht viele werden bereit sein, so weit zu gehen. Ansonsten, Sie werden mitbekommen haben, dass diese Stadt hier im Großen und Ganzen ein Wohnungsproblem hat. Darunter leiden viele, die Mieten bezahlen müssen, die ständig steigen. Und naja, zusätzliche Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt wird die Mieten weiter verteuern. Sind wir bereit, das hinzunehmen? Ich finde, wir sollten das hinnehmen, wir sollten das bezahlen, aber man muss sich klar machen, dass es einen Preis hat. Also Kern ist einfach, glaube ich, muss man einfach ein Tick ehrlicher sein. Auf der einen Seite kann niemand wollen, dass Menschen im Mittelmeer einfach absorben. So, ich glaube, das ist komplett unstrittig. Auf der anderen Seite muss man dann aber auch da helfen, wozu wir jetzt die Flüchtlinge sind. Jordanien ist ein Drittel der Bevölkerung, besteht aus Flüchtlingen. Die kriegen das kaum noch geregelt. Also wenn man mehr Geld in Türkei, in Jordanien, in Libanon geben würde, würde das auf der einen Seite helfen. Auf der anderen Seite muss man eben die man im Mittelmeer rausholt, auch unterbringen. So, da muss sich Europa neu sortieren. Da gibt es Länder, die weigern sich. England weigert sich zurzeit, Flüchtlinge aufzunehmen. Und die haben Wahlkampf, der ist auch bald vorbei. Aber da muss man mit denen reden. Das heißt, man muss in Europa dafür sorgen, dass es nicht 5, 6 Länder gibt, die Flüchtlinge aufnehmen, sondern alle, das machen wir in Deutschland auch. Wir machen auch innerhalb Deutschlands, gucken, wie das in eine vernünftige Verteilung hinbekommen. Und dann muss ich auch sagen, ist das in Hamburg auch nicht einfach. Wir haben jetzt das Problem, dass wir in Hamburg in sehr kurzer Zeit sehr viele Flüchtlingseinrichtungen bauen müssen. Und die Diskussionen, die wir in den Stadtteilen haben, sind nicht alle nur lustig. Also wir hatten das gerade in Bilstedt, da hat man dann auch Anwohner, die sagen, ihr seid doch ganz bekloppt. Jetzt direkt hier neben mein Haus, also Flüchtling. Das heißt, mein Haus ist noch die Hälfte wert. So, dann redet man mit dem, der war dann Mitte 70 und der hatte einfach das Problem, dass es seine Altersvorsorge war, wenn er mal Pflegeheim muss, wollte sein Haus verkaufen und das damit finanzieren. Und der war dann sauer. Das heißt, subjektiv kann ich ihn durchaus verstehen. Objektiv müssen wir gucken, dass wir irgendwo in Hamburg aber diese Einrichtung hinbauen. Und es kann auch nicht sein, dass die immer nur in den Stadtteilen landen, die ein bisschen schwieriger sind. Warum baue ich das immer nur in Wildstedt, in Horn, in Wilhelmsburg oder in Ostdorf, aber garantiert nicht in Eppendorf, Winterhude, in den Walddörfern oder in Blankenese? Jetzt gibt es hier die ganzen Sachargumente, aber anderswo wird ja auch schon dagegen geklagt. Das heißt, die Gemengelage ist irgendwo dazwischen. Wobei ich finde, Hamburg geht noch. In Dresden rennen sie jeden Montag um Baum. Da haben sie einen Ausländeranteil von 4% und haben Angst vor Überfremdung. In Hamburg rennt keiner um Baum. Da haben wir einen Anteil, der um die 20% ist. So, dann scheinen die noch zu wenig Ausländer zu haben, damit sie die kennenlernen und wissen, dass die vielleicht auch nicht so schlimm sind, wie sie es glauben. Aber im Kern hat das auch was damit zu tun, wie denn die Vertreter dieses Landes auftreten und was für Ansagen sie machen. Direkt dazu, Sie haben es genannt, ehrlich sein. Ich denke, das ist das Stichwort, das gerade bei diesem emotionalen Thema eigentlich mal tatsächlich geschehen sollte, dass die Politik in Brüssel sich hinstellt und sagt, ja, wir haben Fehler in der Flüchtlingspolitik gemacht und dann tatsächlich auch mal quasi das Ruder in die Hand nimmt und dann auch Projekte wie Mare Nostrum unterstützt und nicht Frontex, die eben die Flüchtlingsboote zurück in die Länder bringen, und die Flüchtlinge werden es wieder versuchen. Die Menschen verlassen nicht einfach so ihr Land, die haben einen Grund dazu. Und solche Probleme, wie wir sie haben, dass Kommunen überlastet sind, gerade auch in Hamburg, Stichwort Wohnungsbau und diese Wohnsituation, in der Geschichte hat sich gezeigt, dass die Menschen sich darauf eingestellt haben, dass Menschen zu ihnen kommen. Und das wird auch wieder passieren, aber solange in Brüssel nichts getan wird, und dieselben Reden wurden letztes Jahr schon geschwungen, da waren dieselben Artikel in der Zeitung, dass endlich was geschehen muss, passiert es nichts und weiterhin sterben die Menschen. Und ich finde, das ist etwas, das geht so nicht weiter. Und da kommen wir auch zum Stichwort, dass Menschen sich nicht für Politik interessieren. Doch, sie interessieren sich für Politik, aber eben für die Themen, die vielleicht nicht so offen diskutiert werden.
Weitere Fragen? Ich stelle sie so, das ist eine Frage an Sie, Herr Drieschner, weil ich habe in letzter Zeit auch das Gefühl gehabt, dass die Medien sich immer ein Ziel aussuchen und auf dem dann so lange rumhacken, bis dann wieder ein neuer, also nicht Skandal, das wissen wir, dass unsere Gesellschaft sehr skandalsüchtig ist, wie Sie gesagt haben, wir müssen ein Produkt verkaufen, aber da frage ich mich, inwieweit Sie das, also ich lasse Ihnen das jetzt an, vertreten können moralisch, dass zum Beispiel ein Christian Wulff, ich möchte nicht unterschlagen, dass er etwas falsch gemacht hat, aber warum er so gehetzt wird, und zwar über Monate. Helfen Sie mir, die Christian Wulff-Debatte zu rekonstruieren. Ich habe selbst in einem ganz kleinen Punkt dazu beigetragen. Sie erinnern sich vielleicht noch an den ersten Auftritt Christian Wulffs im Fernsehen. Da hat er unter anderem gesagt, bei sich zu Hause in seinem Heimatort Großburg-Wedel bei Hannover hätte er kaum noch aus dem Haus gehen können, weil er so verfolgt worden sei von den Bildreportern. Was ich daraufhin getan habe, ist, ich bin nach Großburg-Wedel gefahren und habe mich auf die Spurensuche begeben und habe gefragt, ob denn irgendjemand von der Anwesenheit der Bildreporter was mitgekriegt hat. Ich habe Großparteifreunde gefragt, ich habe die Sozialdemokraten gefragt, ich habe seine eigene Familie gefragt. Es hatte einfach niemand irgendetwas davon mitgekriegt, dass die Bildzeitung Christian Wulff in seinem eigenen Ort unter Druck gesetzt hätte. Das ist jetzt nur ein sehr kleiner Teil dieser Geschichte, aber es ist zufällig der Teil, den ich persönlich zu dem beigetragen habe, was die Hetzjagd nennen. Und ich würde sagen, ich habe den Repräsentanten dieses Staates bei einer, wenn auch nur kleinen Lüge überführt. Werfe ich mir nicht vor. Aber würden Sie grundsätzlich, haben die Medien dort keine Verantwortung für das zumindest, so kommt es bei den Schülern an, dass unglaublich viel Skandaljournalismus in den Vordergrund gerückt ist? Doch, das haben sie natürlich. Also, ich habe das vorhin sehr cool über den Medienmarkt erklärt, sozusagen, wir bedienen nur eine Nachfrage. Aber in Wirklichkeit gibt es einfach Nachfragen, die sind widerwärtig. Und also was weiß ich, dass Leute so etwas lesen wollen, wie die Bildzeit im Großen und Ganzen verbreitet, finde ich, gibt noch niemandem das Recht, ein entsprechendes Produkt auch herzustellen. Aber das ist eher eine persönliche Meinung und das ist aus der sehr bequemen Sicht von jemandem gesprochen, der das Glück hat, für Leser zu schreiben, der nicht in dieser Weise informiert werden wollen. Ja, also ich hatte eine Frage an Sie, Herr Wander. Und zwar haben ja die vergangenen Wahlen gezeigt, dass der Anteil Ihrer Wähler im steigenden Alter zunimmt. Und da wollte ich Sie fragen, was Sie in Zukunft sich vorgestellt haben zu machen, damit der Anteil Ihrer jüngeren Wähler, also sprich der unter 25-Jährigen, steigt. Ja, wir haben bekanntermaßen schon immer sozusagen in der Geschichte der CDU einen sehr hohen Anteil in der Wählerschaft der älteren Kohorten, also der Gruppe der über 50-Jährigen. Das kann man natürlich mit der Weisheit und Einsicht der älteren Menschen erklären, dass sie endlich auf den Weg in die Politik gekommen haben. Wir haben immer als konservative Partei zweigeteilt, und eine konservative Partei sozusagen ist immer eine Partei, wo natürlich die innerliche Ausrichtung. Also diese jugendliche Unvernunft, der mit 18 oder der mit 19 kein Revolutionär ist, das ist natürlich so, dass sozusagen konservative Parteien eher immer so eine gewisse Sachlichkeit haben. Das revolutionäre Streben, das ist dann mit 18, 19 natürlich immer auch eher anderen Richtungen aus. Ironie aus. Ach, ja, kann ich schon wieder anfangen. Nein, wir haben schon, was wir feststellen ist, also wir haben zum einen, muss man das ein bisschen differenzieren, wir haben wieder eine leichte Zunahme bei den sehr jungen Wählern. Es gibt übrigens auch wieder eine Renaissance einer werteorientierten und wertegeleiteten Politik. Und deswegen sind wir als Union, und mit Blick auf die Jungwähler oder Erstwähler, werben wir immer für zwei Dinge, dass wir sozusagen eine werteorientierte Politik in Übereinstimmung bringen mit einer modernen Politik, welche gesellschaftliche Prozesse abbildet und dieses übereinander schießen wollen. Denn ich glaube, eine Gesellschaft muss auch immer wertegeleitet sein. Lieber mal funktioniert, aber es muss mal einen Wertekanon geben. Und da versuchen wir als Politik, als Union, dieses zusammenzubringen und auch, was schwierig ist, etwas moderner zu wirken. Ich weiß, das ist immer ein ganz schmaler Grat, wenn ältere Menschen wie ich versuchen, auf jüngere Menschen modern zu wirken. Aber ich glaube, da haben wir gewisse Prozesse auch eingeleitet und wir liegen in den Umfragen momentan in Deutschland seit 41%. Und der Anteil insbesondere der Jüngeren und der Frauen steigt auch. Sozusagen, wir haben in der mittleren Kohorte angefangen.
gab in den letzten Jahren, aber da glaube ich, haben wir ein gutes Zusammenspiel zwischen Werte und zwischen konkreter Politikgestaltung. Wenn ich die Auskunft kurz ergänzen darf, ich habe vor kurzem Gelegenheit, Ihren neuen Landesvorsitzenden zu interviewen. Den haben wir auch gefragt. Dem haben wir gesagt, Sie verdanken Ihr Ergebnis über 50% bei dieser Wahl den über 70-Jährigen und setzen Sie bei der nächsten Wahl auf die über 75-Jährigen. Und der sagte dann nein, aber dann wachsen ja auch neue über 70-Jährige nach. Okay, wir müssen zur letzten Frage kommen. Dann ist es die vorletzte, weil Herr Jessen-Klingberg möchte auch noch eine stellen. Ja, ziehen Sie sich warm an. Ich würde gerne wissen, wie sinnvoll Sie es halten, wie Sie dazu stehen, dass Deutschland Waffen an Länder verkauft, womit diese dann Kriege führen. Also das hängt, glaube ich, davon ab, wenn man sie in Länder, also es ist zum Beispiel bei uns akzeptiert, dass man sie exportiert in Länder, die Mitglied der NATO sind. Oder es ist auch akzeptiert, wenn es demokratische Länder sind wie Australien oder was ihr sagt, da hat man relativ wenig Probleme. Problematisch ist es halt, und da wird ständig drum gestritten, wie ist es zum Beispiel in Katar oder wie ist es in Saudi-Arabien. So, und da wird halt gesagt, bestimmte Dinge gehen da eben gar nicht, insbesondere auch bei den kleinsten Waffen. Und bei bestimmten Dingen ist es in der Geschichte der Bund immer so gewesen, zum Beispiel das, was schwimmt, läuft, hat mal Hans-Dietrich Genscher, glaube ich, gesagt. Ne? Das heißt, bei Schiffen sehen wir das eher unproblematisch. Das ist so die Grundidee. Aber im Kern gibt es eine Ansage, bestimmte Länder werden nicht beliefert, in bestimmten Ländern nur bestimmte Geschichten. Und das wird dann immer auch über den Streit, den es jeweils gibt, neu ausgelotet. Es gab eine Diskussion, ob man Kampfpanzer in die Türkei liefert, hat man dann nicht gemacht, oder nach Saudi-Arabien. Es gibt aber zurzeit eine Diskussion, ob man zum Beispiel U-Boote liefert nach Australien, wird eher als unstrittig angesehen. Dennoch, wenn ich mich ganz kurz richtig entsinne, dann haben Sie laut Abgeordneten Wolf Speide gegen den Antrag der Grünen gestellt, dass man Waffenlieferung stärker regeln soll oder auch transparenter machen soll. Wie kommen Sie dann zu dem Ergebnis? Ich habe da mit großer Überzeugung gegen gestimmt, weil es einen deutlich besseren Antrag der SPD an den gleichen Tag gab. Ja, wir gestimmt, dass die Koalition der SPD den Zwischenschritt damals auch gemacht hat. Ja. Nein, das ist so, es gab damals mehrere Anträge. Die Grünen haben eingestellt, die SPD hat auch eingestellt. Und als Sozialdemokrat fand ich, dass unser Antrag deutlich besser war als der Grüne. Als Privatmensch oder als Sozialdemokrat? Auch als Privatmensch. Herr Jessen-Klingberg mit der letzten Frage. Ja, danke. Christian Jessen-Klingberg, ich unterrichte hier am Gymnasium Lerchenfeld Geschichte, PGW und Latein. Ich habe eine Frage. Sie haben, wir reden hier heute über Macht in Politik und Gesellschaft und das war auch Macht, eigentlich von Macht. Hat der BED ausgeschlossen. Zweiter Versuch, Dankeschön. Abgeordnete des Deutschen Bundestages, die Macht ist sozusagen unter anderem unter Tagesgeschäft. Wir haben vorhin auch gesprochen, kurz, dass es natürlich sehr viele Interessen gibt. Menschen, die versuchen, ihre Interessen in den politischen Bildungsprozess einzubringen. Meine Frage richtet sich in erster Linie an Sie, Herr Weinberg. Können Sie mir erklären, warum die CDU-CSU so große Probleme hat, ein Lobbyregister, und zwar eins, das seinen Namen verdient, in Deutschland einzurichten, also jeder Interessenvertreter registriert ist, so wie es zum Beispiel in Österreich oder auch in den USA der Fall ist, damit der Bürger transparent, Sie haben vorhin das Stichwort Transparenz gesagt, die Möglichkeit hat, es genau einzusehen und gucken, welche Interessen, welche Macht, wenn Sie so wollen, tummelt sich denn da in Berlin? Das reicht ja im Prinzip vom Müllkonzern, aber das schließt natürlich auch Bürgerinitiativen in diesem Sinne oder könnte und würde es einschließen. Also kurze Frage, warum kein Lobbyregister? Ja, ich schließe auch andere mit an, auch Gewerkschaften. Also ich glaube, alle Parteien haben da manche ihre netten Verbindungen. Also ich persönlich habe nichts gegen einen so ein Register, sondern ganz ehrlich,
Wobei ich habe eine Argumentation, sobald das mitbekommen hat, war es natürlich so, dass man, oder es gibt einen guten Grund, dass man sagt, durch so ein Register hätte man auch so eine Art Stempel auf dem Kopf, das heißt, man würde als Person, man immer identifiziert sein gleich als Lobbyist und nochmal, ich persönlich hätte da weniger Probleme mit, es gibt ja verschiedene, weiß nicht, Gemeinden und Freiburg, die haben so Antikorruptionsregeln, man verspricht und ähnliche Geschichten, die auch ganz gut sind und ganz richtig sind, da hätte ich weniger Probleme mit. Weil ich auch glaube, im Übrigen, dafür stehen wir beide, glaube ich, auch, und ich glaube auch die meisten anderen Kollegen, diese Einflussnahme, wir kennen die Lobbyisten. Wir wissen sie auch einzuschätzen. Und wir belächeln das auch wahrscheinlich mal unter uns, belächeln wir das auch mal gelegentlich. Noch einmal, ich glaube nicht, dass, also zum einen muss es einige gute Lobbyarbeit geben, weil damit sind Interessen verbunden. Das ist zunächst mal nicht illegitim. Das ist völlig in Ordnung. Ein Ölkonzern kann. Dann geben Sie doch den Bürgern auch die Chance, die kennenzulernen. Ja, das mache ich auch im Übrigen. Also ich glaube, ich habe auch im Jahr 2000 Bürger, die nach Berlin kommen. Und jeder Bürger, der mit Bürgerschaft will, wird sich vielleicht immer direkt auch bedienen. Also ich spüre auch seine Gebiete. Aber ich will nur sagen, dass ich will das nicht kategorisieren im Sinne von gut und böse. Das eine ist moralisch legitim, das andere ist moralisch nicht legitim. Wenn ein Ölkonzern oder ein Gesundheitskonzern ein Interesse hat, dann muss er so artikulieren können. Ich muss als Abgeordneter nur die Folie haben, dieses zu differenzieren, meine Meinungsbildung nicht davon abhängig zu machen, auch von einer einzelnen Position. Nochmal zum Register. Würde ich persönlich mit leben, aber ich sehe es auch jetzt nicht als die weltbewegende Frage in dem Punkt, Lobbyismus, Erfolg und Wirkung. Und dann macht sie diesen Punkt. Und dann ist es die Macht und Beeinflussung. Also, um es kurz zu machen, ich glaube, der Kollege ist da eher Gefangener seines Fraktionsvorsitzenden, wenn das Register nicht will. Aber im Kern ist es so, wir haben, glaube ich, 2760 Lobbytrupps, die durch Berlin laufen. Das geht vom BUND über den Hausfrauenbund, den Brauerbund und die Bundesvereinigung der Briefmarkensammler bis hin zur Rüstungsindustrie und zur Zementindustrie. Im Kern habe ich nichts gegen Lobbyisten, solange sie mit einer ehrlichen Flagge durch die Gegend laufen. Also ich weiß, wofür sie stehen. Da ist es manchmal sogar sehr hilfreich bei uns im Tagesgeschäft, wenn zum Beispiel in der Verkehrswirtschaft, die sich für irgendein bestimmtes Modell, für eine Autobahntrasse, für das, was sie geschaffen wollen, entscheiden, ist es immer ganz schlau zu wissen, was läuft, wenn man sich bei den Mitbewerbern erkundigt, was die zu der Entscheidung des Ministeriums sagen. Dann kriegt man sehr viel unterschiedliche Meinungen, ist sehr schnell im Thema drin. Man muss halt aufpassen, dass die keine Gesetzestexte schreiben, die übernommen werden. Das geht gar nicht. Aber solange man manchmal auch eigene Meinungen überprüfen kann, dann ist das schlau. Wir sind ja auch Lobbyisten. Also zum Beispiel als Hamburg-Lobbyist bin ich immer für die Elbvertiefung, bin ich für den Nord-Ostsee-Kanal, bin ich dafür, dass bestimmte Dinge hier, was die A1 und die 7 angeht, laufen und der Deckel über der Autobahn. Das ist dann auch Lobbyarbeit in dem Sinne, weil man auch was für seinen Wahlkreis tut. Das finde ich ist alles legitim. Man muss es aber nur sagen. Und die Leute können es dann bewerten und einschätzen. Das ist wie wenn sie ein Produkt kaufen und schreiben drauf, was ist. Ist es nun gentechnisch verändert oder nicht? Und dann kann das jeder Verbraucher entscheiden, ob es haben will oder nicht. Nur ein Punkt ergänzt, Zustimmung, Ergänzung und ein Punkt. Wir sind auch dabei, dass jetzt die Bundesländer, wenn wir das Spiel zum Beispiel gegen irgendwelche Landräte aus irgendwelchen Regionen oder gegen die alte Herrenmannschaft aus Wilhelmsburg, dann suchen wir auch mal Sponsoren, die sind dann dritte Halbzeitsponsoren. Und das ist dann doch nicht okay. Aber die bleiben auch mit der Grund. Und das ist für uns auch, glaube ich, transparent. Das sagt man auch und das ist in Ordnung so. Viel mehr Sorge habe ich tatsächlich mit der Einflussnahme im Ministerium. Wenn die Gesetzestexte vorbereitet werden, in Abstimmung zwischen der Exekutive und den Verbänden, und dann man irgendwie mitbekommt, dass die Texte schon geschrieben wurde bei einem Privatunternehmen, Versicherung und sonstiges, dann aus dem Ministerium geleitet wurde. Da habe ich ein großes Problem mit. Und was mir viel wichtiger wäre, dass man mal überprüft, wann wechseln Mitarbeiter von Unternehmen in Ministerien und umgekehrt, also sagen, wie ist da eigentlich der Auftrag. Das ist jetzt nicht so, dass wir die guten Abgeordneten sind, die das alles genau durchschauen. Ich glaube schon, dass wir beide alle eigentlich autonom und groß genug sind, zu sagen, ich weiß, was du hier ist, ich weiß, was du willst, ich mache es trotzdem anders. Ich bin mehr bei der Fragestellung, sozusagen, wie einfach dann auch exekutive stattfindet. Und da auch mal zu schauen, dann, welche Regeln gibt es da eigentlich, bevor die Mitarbeiter entliehen werden und sonstige Geschichten. Ich glaube, dass da gerade in den sehr interessanten Bereichen Gesundheit, Militärindustrie möglicherweise, Energie, dass man da mal etwas verkehrt braucht. In Anbetracht der Zeit haben wir noch eine Anmerkung von Herrn Trieschner. Nee, lassen Sie das mal. Das wäre bloß eine Einladung für den Baudienst. Okay. Ja. Ich meine, da haben wir ja schon ein neues Thema. Können wir uns ja wieder hier treffen.
An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle Gäste. Ein ganz herzliches Dankeschön aber auch an Maxi und Franz, die sich hier um die Technik gekümmert haben. Frau Petter, die den ganzen Aufbau mitgestaltet hat, an alle Grünblick-Redaktionsmitglieder. Freitags 7. Stunde ist unsere Redaktionssitzung. Wir laden recht herzlich ein. Kommt vorbei. Und natürlich auch an die AVM-Schüler, die hier die Diskussion gefilmt haben. Vielen Dank und einen guten Tag. Ja.